So Leute, heute bin ich mit Mutti alleine unterwegs. Der Wind geht, das ist richtige weihnachtliche Stimmung, darf ich sagen, Leute, Stimmung. Schauen wir uns den Weihnachtsmarkt vor Rattenberg an. Rattenberger Adventmarkt, sagt man, oder? Schatz, korrigier mich. Okay, also Leute, wir nehmen euch da mit. Das ohne Simon. Ah, Wahnsinn, der ist im Jutz. Da ist das Rattenberger Museum. Da ist der Eingang, Freunde. Cool, oder? So schaut's aus.
weiter. Das war jetzt ein kurzer Einblick in Adventmarkt Rattenberg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wer weiß, wo wir das nächste Mal sehen. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Adventzeit. Jo, Leute. Wir befinden uns in der Altstadt Hall. Schauen wir uns da einmal den Weihnachtsmarkt in Hall an, oder? Leute, so ein Ding ist es. Jetzt zeigen wir euch ein paar Eindrücke. Sieht schon einmal sehr nett aus und vor allem es schneit. Dafür, dass wir uns irgendwo einen Glühwein holen und da durchspazieren. Oder Leute, was sagst du? Also, so schaut es aus. Wenn jetzt wieder was kommt, dann zeige ich euch das. Die Standeln sind ja im Prinzip fast überall dasselbe, auf jedem Weihnachtsmarkt. Aber das Ambiente da, das ist so wie ein großer Innenhof und das ist schon cool. Sobald wir da drüben um die Ecken rumgehen, filme ich dann wieder mit. Wir holen uns jetzt einmal einen Glühwein, gell Schatz? Und stöbern da ein bisschen umeinander. Also sehr sympathisch. Okay Leute, wie versprochen sind wir da hinten reingegangen. Und da sind wir jetzt da herinnen. Da gibt es Kastanien, Würsteln, Kekse kannst du kaufen. Total nett. Mir gefällt das Ambiente total super. Die Gegend da herinnen. Also die Lage, sage ich jetzt einmal so, vor der Kirche und im Hof, so wie ein riesiger Hof quasi. Innenhof, so ein riesiger Innenhof, genau. Finde ich echt cool. Also wirklich zum Empfehlen. Wer in der Nähe ist von Hall, schaust da vorbei, ist nett. Rattenberg war einfach zu überlaufen, zu viel Tourismus. Nur busweise haben sie sich da reingeschleppt. Und da ist es doch noch, meiner Meinung nach, sehr weihnachtlich. Oder Schatz? Das hast du jetzt nicht gehört, weil ich gerade gesagt habe zu den Leuten, das ist total nett, oder? Der Innenhof und so, es fällt halt der Musik, genau. Es ist keine weihnachtliche Musik da. Ohne Sänger, ohne Bläser, oder auch wenn es nur aus der Box kommt. Aber wie schon erwähnt, Rattenberg war einfach zu touristisch aufgebaut. Leider. Thank you.
schon cool, Leute. Also wie gesagt, ein Weihnachtsmarkt oder Adventmarkt, Christkindlmarkt, wie es dazu sagst. Natürlich ist das nicht bearbeitet. Aber Leute, es ist auf einem Adventmarkt. Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt. Wie es auch immer sagst, ist doch egal. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Nur so, dass das gesagt ist. Aber wir sind da, ich finde das cool, oder? Schatz, wir sind da wirklich in einem Adventmarkt. Und das in Hall, Leute. Also das kann ich nur empfehlen. Dann gehen wir das nächste Mal mit Simon daher, dann nehmen wir das nächste Mal mit. Nachher kann er da mit den Schlittschuhen laufen, oder? Ja, passt auf einen Kauf. Wir zwar sind jetzt raus, heute ist der Simon nicht dabei, aber Mutter ist mit am Start. Und deswegen, bleibt auch treu, Kuss geht raus. See you soon und der Simon sagt Tschüss mit dir und ciao mit auch. Also, haut's rein. Ciao, ciao, Kuss geht raus.